Der Thüringen-Plan für eine gute Zukunft unserer Schulen. Organisation und digitale Zukunft. Das sind Frau Lohmeier und Herr Kunze. Frau Lohmeier ist Direktorin an einem Gymnasium. Herr Kunze unterrichtet an einer Regelschule. Beide verbringen zu viel Zeit mit Dokumentations- und Verwaltungsaufgaben. Das kann so nicht bleiben. Wie können beide entlastet werden? Zunächst einmal, indem wir mehr Lehrerinnen und Lehrer einstellen. Das tut die rot-rot-grüne Landesregierung. Seit ihrem Amtsantritt hat sie so viele neue Lehrkräfte eingestellt wie keine andere Landesregierung zuvor. Aber Lehrerinnen und Lehrer sollten sich auch auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können, nämlich das Unterrichten. Dafür muss Bürokratie an den Schulen abgebaut werden. Die Lernentwicklungsgespräche sind ein Ansatzpunkt dafür. Für Herrn Kunze sind diese Gespräche sehr aufwendig. Eine Arbeitsgruppe soll bis zum Jahresende Vereinfachungen erarbeiten. Doch damit ist es nicht getan. Im Zeitalter der Digitalisierung spielen technische Lösungen eine entscheidende Rolle. Die Landesregierung arbeitet deshalb an einem Konzept für die digitale Bildung. Dabei geht es nicht nur um die Breitbandanbindung aller Schulen, sondern auch um den Bedarf an technischer Ausstattung und Vernetzung. Das ist wichtig, damit die Gelder aus dem Digitalpakt des Bundes ab 2019 zügig eingesetzt werden können. Denn mit einer zeitgemäßen digitalen Ausstattung ihrer Klassenräume ist auch Frau Lohmeier geholfen. Sie wird außerdem von einer neuen Online-Verwaltungsplattform profitieren, die von den Schulträgern, den Schulämtern und dem Ministerium gemeinsam genutzt wird. Einmal gesicherte Daten stehen dann allen Beteiligten zur Verfügung. Viele weitere Maßnahmen können dabei helfen, Bürokratie im Schulalltag abzubauen. Dazu zählen vereinheitlichte Zeugnisformulare, vereinfachte Dokumentationspflichten, Mustervorlagen für Brandschutz- oder Gesundheitskonzepte und vereinfachte Verfahren, zum Beispiel zur Schulbuchbestellung, für Klassenfahrten oder Gedenkstättenfahrten. Darüber hinaus müssen wir organisatorische Abläufe vereinfachen und die Abstimmung untereinander verbessern. Dazu können regelmäßige Schulleiterkonferenzen, Schulkonten und Schulbudgets, dienstliche E-Mail-Adressen für alle Lehrerinnen und Lehrer sowie personelle Unterstützungsmöglichkeiten im Verwaltungsbereich beitragen. Thüringen belegt im bundesweiten Vergleich immer wieder Spitzenplätze. Diese hohe Unterrichtsqualität wollen wir dauerhaft sichern. Dazu müssen wir Verwaltungsaufwand auf das absolut notwendige Maß beschränken. Der Thüringen-Plan beschreibt den Weg, damit Frau Lohmeier wieder mehr Zeit für die Weiterentwicklung ihrer Schule hat und Herr Kunze wieder mehr Energie in die Förderung seiner Schüler stecken kann. Sie haben Hinweise und Anregungen zum Thüringen-Plan? Dann schreiben Sie uns zukunft-schule@tmbjs.thüringen.de.